Jetzt haben wir sogar Raketensperrfeuer freigeschaltet. Die Panzer sind wirkungslos gegen das Fahrzeug. Seine Offensivfähigkeit ist viel stärker als erwartet. Ja, kannst du mal sehen. Hat keine Zeit verschwendet. Okay. Oh Gott, er hat die Panzer zerstört. Ja, ich hab die Panzer zerstört, das stimmt. Wir haben noch mehr. Aber nicht hier. Nicht im Moment. So. Was, wenn er hier hochkommt? Ich habe keine Angst. Lass ihn kommen. Der glaubt, der ist... Komm ich da irgendwie rein? Ja. So, dann setzen wir doch mal die Winde ein. Fahren wir mal rückwärts und auf einmal macht das Ding da oben. Okay, so. Gehen wir mal hier raus aus meinem wunderbaren Auto und gehen da hoch. Wir haben ja gerade das Ding schön unter Dampf gesetzt. Drin sind noch, wie viele Personen? 3 Personen. 3 ist mal eine schöne Zahl. Gehen wir nach oben hier. Einmal hoch. So, das müsste doch eigentlich hier RT und X zum Zerschmettern. So. Das war das schöne Angstausschalten. Ich liebe das Angstausschalten. So, jetzt mal sehen, ob man auch was sieht. Nee, das wollte ich nicht. Wo will ich jetzt eigentlich hin? So. Hallo, meine Freunde. Wie geht es euch? Wo ist hier der Kollege, den wir hier retten sollen? Da vorne ist er. Nutze explosive strukturelle Schwachstellen zu zerstören. Okay. Wo ist denn eine strukturelle Schwachstelle? Das da ist eine strukturelle Schwachstelle, aber eindeutig. Gut, Explosivgel finden wir hier. Nee, das finden wir hier. Nee, finden wir hier. Wo finde ich denn das Explosivgel? Okay, das ist eindeutig eine strukturelle Schwachstelle. Explosivgel. Okay, das nehmen wir natürlich gerne. Ah, nee, so nicht, mein Freund. So nicht. Wir gehen hier hin und drücken dann hier schön Explosivgel zum Verstreuen. Okay, und mit Drücken auf L können wir es dann zünden. Das Jute. So. Haben wir das auch? Aua. Okay, was finden wir denn hier drin so? Gibt es hier was Feines? Ein paar Gegner oder so? Hier sind wir hier tot dort. Na gut. Ich hasse meine Freund. Meine Black Lederhose ist weiß. Was? Wie hat er das denn hingekriegt? So, da sind wir schon. Da liegt der Kollege. Jetzt sind es schon 2 tote Arbeiter. Ich hätte das verhindern sollen. Ach, Scheibenkleister, ey. Ist der auch tot? Einmal hier rüber. Hier komme ich jetzt nicht raus. Okay, was? Hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Na gut. Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du, ich will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann dir helfen. Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrows Bombe. Okay, also. Machen wir hier mal weiter. Wir haben hier alles erledigt eigentlich. Gehen back to the Batmobile. Okay, wo bist du, mein Schatzi? Einsteigen! Okay, wie kommen wir jetzt weiter? Hier ist erstmal nichts, hier kommen wir nicht rum. Vermutlich dann einmal hier irgendwo lang. Hier die Loading Bay, die sieht interessant aus, aber wie komme ich da ran? Da vielleicht? Wie komme ich hier weiter? Wie komme ich hier weiter?
Oder komme ich hier nicht weiter? Oder muss ich das Explosivgehen anbringen? Das könnte ja auch sein. Gehen wir mal kurz raus hier. Schauen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Explosivgehen versprühen. RT. Okay, testen wir das nochmal, ob das was bringt hier. Nein, bringt nichts. Hier irgendwie weit, komme ich hier irgendwie weiter? Wie komme ich denn da rein? Oder muss ich jetzt von da aus irgendwie hier weiter? Das kann natürlich auch sein. Kam ich hier drin irgendwie weiter voran? Oder gab es hier noch eine Struktur der Schwachstellen? Oh, danke für den Spoiler. Nicht. Ah, da geht's weiter. Okay. Wollen wir uns hier nochmal runterstürzen? Und der gute Freund hier, der kriegt sich erstmal hier einen kleinen Timeout von mir. Ciao. Sowas finde ich echt unter aller Sau. Das tut mir jetzt leid, aber er ist jetzt erstmal weg. Das muss nicht sein. So. Also, ich wollte hier gerne runter. Wie komme ich hier runter? Ah, ich sollte vielleicht mal wieder meine... was anderes auswählen. Ah, ich sollte hier vielleicht dann doch das Explosivgehen anbringen. Okay. Und aber rum hier. Und einmal... boom. Und runter. Kann ich jetzt hier irgendwie... wow, was ist hier denn los? Ach, liebe Güte. Wie kriege ich das jetzt hin? Ah, da. Das sieht gut aus. Ich verstehe nicht, warum Leute das einem so sehr den Spielspaß zerstören müssen. Das ist irgendwie... verstehe ich nicht. Ganz ehrlich. Okay. Gaslanges wichtige Ventil für die Leitung. Kann mit der Winde abgerissen werden. Okay. Ich muss jetzt hier... ah, Sicherheitskasten. Okay. Nee. A für benutzen. Let's go. Gut, Tür ist offen. Raus hier. Komme ich hier raus? Nee, ich muss wahrscheinlich wieder oben rum. Ja, B. Ja, das ist der Nachteil beim Streamen. Es gibt immer wieder Idioten, die der Meinung sind, dass da gespoilert werden muss. Ich hoffe, dass ich daran denke, das rauszuschneiden, was ich da gesagt habe für die YouTube-Aufnahme. Und das finde ich einfach scheiße, sowas. Das ist einfach für den Eimer. So, wo ist hier der Eingang? Da. Gut, dann Winde einsetzen. Und schön ziehen. So, das sieht gut aus. So, einmal wieder hoch. Auf geht's hier. Hoch hier. Und runter. Oh! Batman, ich bin Batman, ich bin Batman. So, was haben wir denn hier? Ach, hier ist die nächste Person. Toter Nummer 3. Diese Tiere werden dafür bezahlt. Das gibt's doch nicht alle. Sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Ja, eigentlich schon. Kann ich jetzt irgendwie hier... ah, hier ist nochmal so ein Kasten. Da kann ich doch mal hier den benutzen. Richtig. Fahren wir das Ding mal hoch hier. Gut. Okay, da unten ist alle Bodeneinheiten. Founders Island ist unter Kontrolle. Wacht
Türme und Checkpoints sind vollzügig. Ich will Kampfeinheiten auf mir gar nicht sehen. Eine Drohne in jeder einzelnen Seitengasse. Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich den Aufzug irgendwie bewegen. Okay. Da würde ich sagen, schnappen wir uns das Batmobil. Batman hoch, danke. Und versuchen mal, das Batmobil hochzufahren. Wir haben jetzt die Ansicht umgeschaltet. Ach du liebe Güte. Wie hab ich das denn gemacht? Wie habe ich denn die blöde Ansicht umgeschaltet? Oh! Ich will die Ansicht nicht umschalten. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, wie kriege ich denn jetzt hier das Ding hoch? Kann ich nicht irgendwie die Steuerung noch nutzen? Ah. Okay, raus hier. Irgendwie muss ich das Ding da hochfahren. Okay, irgendwie muss ich das Ding hochfahren. Also nochmal hoch. Und schauen. Hier kann ich nichts machen. Okay, aber was soll ich jetzt machen hier? Ich kann das schlecht da unten irgendwie... Wie soll ich den denn hochbringen, den guten Fahrstuhl? Was soll man denn da machen? Ah, das sieht so nach der Steuerkonsole aus. Ah, was ist das hier? Herunterklettern. Ah, das sieht gut aus. Da sollten wir doch mal mit dem Batmobil ranschießen, oder? Ach, nicht wieder runterspringen. Batman, warum springst du immer runter? Wenn ich den Arbeiter erreichen will, muss ich den Aufzug irgendwie bewegen. Ja, das hast du schon mal gesagt. Das kriegen wir aber hin. Wir gehen, steigen wieder ins Batmobil ein. Suchen uns die strukturelle Schwachstelle und schießen da mal drauf. So, das sieht doch gut aus. Und jetzt nochmal drauf schießen? Ne, RB war da gerade doch, ne? Ich muss nochmal drauf schießen, vermutlich. Nein. Ach, Mist. Okay, und Attacke. Ich wollte eigentlich die Winde gehen nutzen. Ah, ne, RB-Winde einsetzen, das war's. So, dann ziehen wir doch mal den Aufzug hoch. Auf die Batman-Art. Okay. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. Okay. Gehen wir mal raus. Kann ich jetzt irgendwie da rein? Jetzt mit der Fernsteuerung vermutlich. Die Winde ausklinken, oder? So, jetzt können wir mit RB die Winde ausklinken. Und, Fernsteuerung beenden mit LB. So, jetzt sind wir hier unten. Hey, du, auf die Füße. Hier lang. Ich brauche kurz eine andere Waffe. Was ist hier? Batclaw? Batarang? Rauchbombe, okay. Nein, bitte! Ich sagte Bewegung! Schnell hinterher. Wie komme ich hier rein? Und ich muss wahrscheinlich wieder hier schön
Falsche Ding. Kein Objekt geortet, okay. Kann ich hier, wenn ich das hier aufsprengen will? Okay, das hat nicht funktioniert. Was gibt's denn hier Schönes? Ach du liebe Güte, hier ist richtig was los. Wo komm ich? Ah, da ist was. Hi. Okay. Okay, wie komme ich jetzt runter lang? Hier, so. So läuft so viel Schuh raus aus der ganzen Geschichte. Okay, da geht's weiter. Ach du liebe Güte. Und nö. Da unten geht's lang. Okay. Komm schon, Batman, öffne das Ding. Öffne das Ding, genau. Schön aus der Verankerung gerissen und mitnehmen. So. Okay, wir wollen hier das Multi-Angst-Ausschalten nutzen. Okay, B und Y, Spezialkombo ausschalte. So. Okay, den hätten wir. Spezialkombo ausschalte. Du kriegst erstmal auf den Sack und du auch. Haben wir alle? Wir haben alle. Sehr gut. Was ist mit dir los? Ah, rede mit Adam Brewer. Schon gut. Sie sind sicher. Du kommst zu spät. Wir sind so gut wie tot. Du weißt von der Bombe, nicht wahr? Wo ist er? Ich habe gehört, er sei in der zentralen Mischkammer. Du weißt, was das heißt. Er bereitet die Freisetzung des Toxins vor. Ich habe gesehen, was es mit den Leuten anstellt. Wenn das Gas entweicht, dann gibt es Chaos. Das lasse ich nicht zu. Warten Sie beim Batmobil. Ich bringe Sie hier raus. Okay, let's wait at the Batmobile. Jim, der zweite Arbeiter ist gerettet. Ich komme zu dir. Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer. Sobald die Techniker sicher sind, schnappe ich ihn mir. Ist es so schlimm, wie es klingt? Schlimmer. Aber ich stoppe ihn. Du hast mein Wort. So. Wir wollen da mal weitergehen. Ah, was müssen wir jetzt tun? Die zentrale Mischkammer vermutlich finden. Oder? Hauptmissionsziel. So, was ist hier? Hier ist das Ziel. Okay, ne, Missionsziel. Bring die Arbeiter von Ace Chemicals zu Gordon auf die Brücke. Okay. Sollten wir hinkriegen? Also zurück. Back to Black. Komme ich hier irgendwie wieder... Ah, jetzt ist die Tür offen. Praktisch. Das ist ja praktisch. Ein bisschen... Oh Gott. Wir stecken hier unten fest. Das ist der einzige Weg hier raus und der ist Schrott. Da weiß ich auch was, wie wir das hinkriegen. So, wir nehmen das Ding, setzen die Winde ein und dann heißt es hier... Yum. Wie machst du das? So, liebes, gutes Auto, fahr mich da raus. Komm schon, noch ein Stück, perfekt. Keine gute Idee, den Aufzug fallen zu lassen, wenn ich drin bin. Raus da, Batman. Oh oh. Shit. Rein da und ich fahr da mal weg. Ne?